Scusi, willkommen bei den Wunderparadies, Finale der Fantasie. Kurze Info am Rande. Ich habe nochmal kurz ein bisschen recherchiert gehabt. Also der Unterwasserreaktor ist in Junon, ich war richtig. Bin nochmal hingegangen, aber die Sache ist, da kommen wir noch nicht rein. Da stehen Wachen, die lassen uns nicht durch. Von daher, glaube ich, bleibt mir nichts anderes weiter übrig, als das mit Ultimate Weapon nochmal zu versuchen. Ich habe mir nochmal neue Materie geholt, habe nochmal ein bisschen gelevelt, habe eine neue Ulti erlernt. Alle unsere Charaktere haben jetzt ihr Limit voll. Ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen, damit Ultimate Weapon zu besiegen. Soweit ich weiß, kann man den nicht besiegen, der geht weg. Aber gegen ihn kämpfen müssen wir trotzdem. Milliarden Spiegelsplitter haben engelsanfte singende Stimmen. Xenogears. Xenogears, sehr geil. Ne, das kenne ich schon, deswegen skippe ich das ein bisschen. Oh je. Da kommt er wieder. Ultimate Weapon geht ab. Ist ja gut, wenn ich Vincent auf jeden Fall von der Limitstufe her schon mal einen Ticken höher hätte. Weil dem sein zweites Limit ist halt echt böse. Diesen Fieder. Ich hasse dich. Deswegen lassen wir jetzt alles los. So, durch den Spiegel hat er es selber abbekommen. Ich muss nur daran denken, dass Vincent nicht geheilt werden kann. Auf konventionelle Art und Weise. Hier, Frank. Okay. Deswegen muss ich gucken, dass, wenn wir uns heilen, Heilungsmittel verwenden. Beschwörung. Titan. So, wir beschwören. Da geht auch nochmal ein Limit drauf. Vielleicht schaffe ich's. Ich hoffe, dass es in einem Zug hier rutscht. Set werde ich gleich einen X-Trank geben. Aber erstmal muss er so ein Limit ausführen. Ich weiß nicht, wie viel HP der hat. Wahrscheinlich irgendwas 8000, 9000 oder so. Wie überlebt man das? Ich frag mich, wie das gehen soll. Ah ja, okay, haben wir. Das ist hier die Phoenix-Feder. Kann ich nicht machen. Ach ja, haut schon ab. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Ultimate Weapon in seine Schranken gewiesen. Nice. Gab nix. Weil das ein... Ja, wie soll ich sagen, ein Event war eigentlich mehr. Du versuchst du etwa zu entkommen? Du provozierst nicht noch. Abzaun ist anscheinend ihre beste Fähigkeit. Wie ist der Lebensstrom wieder im Normalzustand? Hey. Du beliebst wohl zu scherzen. Das ist gar nicht gut. Der Hauptstrom ist ganz aufgewühlt. Und steht etwas noch viel Schlimmeres bevor. Mist, raus hier! Was passiert mit Tifa und Cloud? Verdammt.
Du hast keine Zeit, um dir andere Sorgen zu machen. Ich weiß, du weißt nie, wann der Strom losbrechen wird. Mensch. Beeilung. Tiefer Cloud, mach, dass ihr rauskommt. Das ist übel, das Beben wird immer stärker. Warte mal kurz, Cloud. Doktor, sollen wir nicht lieber woanders hinbringen? Es ist bestimmt sicherer, wenn wir uns in zwei begeben. Mach dir keine Sorgen, Cloud. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Die Wände halten nicht schnell. Wir halten nicht. Schnell raus hier. Ja. Alles klar, Cloud. Wir gehen jetzt. Die Action ist gut. Alter, das komplette Dorf einfach mal weg. Und Cloud fällt einfach. Sie fielen in den Lebensstrom. Wo bin ich? Was ist los? Ich? Wo ist Cloud? Cloud, wo bist du? Wie? Was? Wer? Wer ist da? Ich höre nichts. Moment mal. Davon weiß ich nichts. Nein, ich weiß nicht. Sowas würde ich nie tun. Nein, aufhören nicht. Helf mir doch bitte. Cloud, Hilfe! Ja. Wo bin ich? Cloud? Was ist los, Cloud? Was ist das? Sind das deine Träume? Oder ist es dein Unterbewusstsein? Du bist auf der Suche, nicht wahr, Cloud? Auf der Suche nach dir selbst. Ich kann auch helfen. Wir werden gemeinsam versuchen, dein wirkliches Ich zu finden. Aber wo sollen wir anfangen? Ja, das müssen wir rausfinden. Alter, dieser psychedelische Trip hier ist ja Wahnsinn. Verborgener geheimer Wunsch. Zärtliche Gefühle, die niemand je erahnen kann. Der Niederstern nach dem Brunnen, das Versprechen, das wir uns in jener Nacht gaben. Was, wenn die Erinnerung nur eine Täuschung ist? Die Tore von Nibelheim. Vor 5 Jahren ist Zephyr durch dieses Tor gegangen. So fing alles an. Es hat mit Nibelheim zu tun? Ja, das stimmt. Am besten, wir fangen dort an. Lass uns mal sehen, Cloud. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich werde dir helfen. Cloud, sieh mal. Hier ist der Brunnen. Und
das Gramps Inn. Der einzige LKW in der Stadt, der war schon hier, als wir noch kleine Kinder waren. Ist das Nibelheim, an das du dich erinnerst? Es ist genau wie mein Nibelheim, deshalb ist dieser Ort unser Nibelheim. Vor 5 Jahren kamen 2 Soldier. Seth Reward und ein junger Soldier. Kannst du mir nochmal erzählen, was passiert ist? Wie fühlst du dich? Vor 5 Jahren sah ich den echten Seth Reward zum allerersten Mal. Bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt, nicht wahr? Wie fühlst du dich? Kann ich nicht sagen, denn ich habe keine Heimatstadt. Und deine Eltern? Das ist also der große Seth Reward. Meine Mutter war Genova, sie starb an meiner Geburt, mein Vater war... Doch ehrlich gesagt fand ich ihn sehr kalt. Was soll's. Okay, gehen wir. Ich erinnere mich, dass ich bei ihm ein ungutes Gefühl hatte. Nein, Cloud. Ich habe es bisher verschwiegen, weil ich Angst hatte, dass etwas Furchtbares passieren würde, wenn ich sie erzähle. Aber jetzt werde ich nichts mehr verschweigen. Du warst nicht hier. Vor 5 Jahren kam Cloud nicht nach Nibelheim. Ich habe gewartet, doch Cloud kam nicht. Die beiden, die hier beordert wurden, waren Sephiroth und ein anderer. Okay, gehen wir. Der Soldier, der mit Sephiroth kam, war nicht Cloud. Es gibt nichts, was ich sagen könnte. Du musst die Antwort selbst finden. Wenn es dir nicht gelingt, dann... Lass dir Zeit, Cloud. Langsam eins nach dem anderen, ja? Es war nicht Cloud. Sternacht am Brunnen, unser Versprechen in jeder Nacht. Was, wenn die Erinnerung nur eine Täuschung ist? Lass dir Zeit, Cloud. Antworte nicht zu schnell. Denk nur an die Gefühle. Und dir wird alles wieder einfallen. Langsam, eins nach dem anderen. Genau. Wie der Himmel in jeder Nacht. Der Himmel war voller Sterne. So, wir wandern ab in die nächste Erinnerung. Für die damalige Zeit schon ziemlich geil gemacht, wenn man mal überlegt. 1997, also 21 Jahre her. Versuch dich zu erinnern. Also, ich druck dieses Kleid. Das auch. Du warst klein. Und niedlich. Sephiroth sagte mal, Cloud hat seine Erinnerung anhand meiner Geschichten erfunden. Hast du diesen Himmel vorgestellt? Nein, du hast dich daran erinnert. In der Nacht waren die Sterne so schön. Nur Cloud und ich, ganz allein, wir unterhielten uns am Brunnen. Deshalb dachte ich auch, dass du der echte Cloud wärst. Ich
glaube noch immer, dass du Cloud aus Nibelheim bist. Aber du glaubst nicht an dich selbst. Diese Erinnerungen reichen nicht. Cloud, was ist mit deinen anderen Erinnerungen? Nein, nicht Erinnerungen. Eine Erinnerung muss man ja bewusst hervorrufen. Deshalb kann sie manchmal falsch und etwas ganz anderes sein. Aber es ist anders als eine Erinnerung, die tief in deinem Herzen sitzt. Deshalb ist es eine Täuschung, wenn ihr diese Erinnerung hervorrufen könnte. Ja, genau. Die Erinnerung, die etwas mit mir zu tun hat. Ich sage etwas und du kannst dich nicht erinnern. Aber wenn du etwas sagst und ich kann mich auch daran erinnern, dann wissen wir, dass es unsere gemeinsame Erinnerung ist. Sag etwas, egal was, irgendeine Erinnerung, die viel bedeutet. Nun, da du es erwähnst, warum solltest du Soldier werden? Das scheint so eine plötzliche Entscheidung. Ich war verzweifelt. Ich wollte wahrgenommen werden. Ich dachte, wenn ich stärker wäre, würde man mich bemerken. Dich wahrnehmen? Wer? Du. Ich? Warum ich? Tifa. Hast du jene Zeit vergessen? Schau mal, ich... Es tut mir leid, aber wovon sprichst du? Nein, ist schon gut. Du hattest es damals sehr schwer. Du warst so mit deinem eigenen Ding beschäftigt. Es ist ganz natürlich, dass du dich nicht mehr an mich erinnern kannst. Damals? Es ist sehr wichtig für mich. Ich sage es nicht gerne, aber es ist eine sehr wichtige Erinnerung. Möchtest du sie sehen? Ja, möchten wir. Komm, beeil dich. So, es wird Zeit, die letzte Erinnerung abzurufen. Dann gucken wir mal. Weißt du, in welche Richtung dieses Fenster zeigt, Tifa? Dann gehe ich. Mein Zimmer? Ich bin das erste Mal hier. Wirklich? Ich sah immer nur von außen hier hoch. Hey, schau. Cloud kommt. Meinst du, er will hier reinkommen? War das das erste Mal, dass du in mein Zimmer kamst? Ja, das stimmt. Wir waren Nachbarn, aber ich kannte dich noch nicht richtig. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Ich dachte immer, wir sind wie seine Freunde. Jetzt, wo du sagst, ich kann mich nicht daran erinnern, dass du jemals in meinem Zimmer warst. Tifa war immer mit diesem Dreigespann zusammen. Das stimmt. Damals dachte ich, die seien alle blöd. Was? Ihr wart alle so kindisch, lachtet über jede idiotische Kleinigkeit. Aber wir waren Kinder damals. Ich weiß. Ich war der Idiot. Ich wollte so gerne mit allen spielen, aber ich wurde nie in die Gruppe aufgenommen. Später dann dachte ich sei anders. Anders als diese unreifen Kinder.
damit dann vielleicht. Vielleicht würden sie mich dann mitspielen lassen. Ich dachte, dann sei möglich, also blieb ich. Ich hatte solche Vorurteile und war so schwach. In der Nacht bat ich Tifa, zum Brunnen zu kommen. Ich glaubte, sie würde niemals kommen und dass sie mich hassen würde. Ja, das kam mir alles so plötzlich. Ich war etwas überrascht. Aber es stimmt, so eng waren wir nicht befreundet, aber nachdem du die Stadt verlassen hattest, dachte ich viel an dich. Ich dachte, wie es Cloud wohl geht, ob es geschafft hat, Soldier zu werden. Ich begann die Zeitung zu lesen, weil ich dachte, dass vielleicht über dich darin stehen würde. Danke, Tifa. Erzähl ihm, dass du mir erzählt hast, nachher. Das wird ihn wahrscheinlich sehr glücklich machen. Okay. Wie? Was ist heute passiert? Dies war der Tag. Dies war der Tag. Tifas Mutter. Der Tag, an dem meine Mutter starb. Ich will Mutter sehen. Ob hinter dem Berg etwas liegt? Mount Nebel ist unheimlich. Dort sind viele Leute umgekommen. Niemand kommt lebendig über den Berg. Was ist mit denen, die gestorben sind? Ist Mama schon hinter dem Berg? Ich gehe. Feigling, rennt einfach weg. Na, guck mal an, wer da noch ist. Klein Cloud. Tifa ist schon auf halber Strecke. Nee, die haben Angst vor der Brücke. Cloud aber nicht. Ich weiß nicht mehr, welchen Weg ich gegangen bin. Tifa rutschte aus, ich rannte zu ihr hin, aber kam zu spät. Wir fielen beide von der Klippe. Damals bekam ich nur einen Kratzer ab, aber... Cloud, warum hast du Tifa nur hierher gebracht? Cloud, warum hast du Tifa nur hierher gebracht? Das ist so ein richtiger Seefahrer, der Typ. Was ist denn nur los mit dir? Wenn sie nun stirbt... Tifa lag 7 Tage lang im Koma. Wir dachten alle, sie würde es nicht schaffen. Wenn ich sie nur hätte retten können. Ich war so wütend auf mich wegen meiner Schwäche. Seitdem dachte ich, dass Tifa mir grollt. Ich drehte durch, fing mit jedem an zu kämpfen. Damals hörte ich zum ersten Mal von Sephiroth. Ich dachte, wenn ich so stark würde wie Sephiroth... Wenn ich nur stärker werden könnte, dann würde selbst Tifa mich wahrnehmen. Das war es also. Tut mir leid, Cloud.
Wenn ich mich nur besser daran erinnern könnte, hätte können, was passiert ist, dann hätte ich früher etwas unternehmen können. Es ist nicht deine Schuld, Tifa. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir 8 Jahre alt waren. Das ist es. Jetzt weiß ich Bescheid. Du wurdest nicht vor 5 Jahren erschaffen. Meine Kindheitserinnerungen sind nicht alles Täuschungen. Halt durch, Cloud. Nur noch ein bisschen. Wir sind ganz nah dran. Dann war es ich zu finden. Lass uns noch einmal zurück nach Nibelheim. Cloud, warte. Wohin gehst du? Der Reaktor. Zum Reaktor, zum Makroreaktor vor 5 Jahren. Der Makroreaktor. Ja. Hey, da ist Cloud. Zack. Du kannst dich erinnern. Richtig. Zack kam mit Sephiroth nach Nibelheim. Wo warst du denn, Cloud? Cloud, hast du alles gesehen? Ich habe alles gesehen. Ja, wer bist du? Mama, Tifa, meine Stadt, gib sie mir wieder. Ich hatte so viel Respekt vor dir. Ich habe dich bewundert. Cloud? Es geschah so. Du warst da. Hast mich beobachtet. Ja, ich weiß. Du warst es also. Hey, Cloud. Ja? Es ging so schnell, ich konnte es gerade nicht lesen. Ja, das bin ich. Ich habe es nie geschafft, Soldier zu werden. Ich habe sogar meine Heimatstadt verlassen, um jene zu... Blablabla. Schäme mich so, ich wollte keinen sehen. Ja, und Zack war da eigentlich der Soldier. Helm vergessen? Wie fühlst du dich? Du bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt, nicht wahr? Ich bin... Du kamst, du hast dein Versprechen gehalten. Du bist also wirklich gekommen, als ich in der Klemme steckte. Du
mir leid, ich konnte nicht schneller kommen. Hat er gesagt, tut mir leid, ich konnte nicht schneller kommen. Es ist okay, Cloud. Typisch. Cloud, töte Sephiroth. Sephiroth. Geh nicht zu weit. Unmöglich. Cloud. Dann ist das jetzt der Abschied, Tifa, bis wir uns einmal wieder treffen. Cloud. Tiefer. Ah, Cloud, du bist es wirklich, oder? Ja, Tiefer. Und treffen wir uns endlich wieder. Du Dummkopf, wir haben uns alle Sorgen gemacht um dich. Cloud, ist alles in Ordnung? Stimme. Ich stimme. Ich verstehe, wir befinden uns im Lebenssturm, nicht wahr? Alle warten. Lass uns zurückgehen, Cloud. Zurück zu den anderen. Ja, ich glaube schon. Komm, Tifa, lass uns zurückkehren. Na, alles klar, Tifa. Ja. Barrett, du bist also zurück, ich. Cloud, wo ist der? Mach dir um ihn keine Sorgen. Er ist ein harter Bursche. Barrett, als ich im Lebensstrom war, habe ich den richtigen Cloud gesehen. Ich meine, ich habe ihn nicht wirklich gefunden. Cloud hat sich selbst gefunden. Ah, verstehe. Ich hatte nicht daran zweifeln dürfen. Ah, ich bin aber echt baff. Du bist ein besonderes Mädel. Menschen verbergen so viele Dinge in ihrem Herzen.
und wie viele Dinge sie vergessen können. Komisch, nicht wahr? Hey, Tifa, bist du okay? Tifa! Leute, es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag nichts, Cloud. Du hast dich die ganze Zeit nur entschuldigt. Ich war nie Soldier. Ich habe das alles nur erfunden, was mir vor fünf Jahren passiert ist und dass ich Soldier war. Ich habe mein Dorf auf der Suche nach Ruhm verlassen, wurde aber nie als Soldier genommen. Ich habe mich geschämt, so schwach zu sein. Und dann hörte ich die Geschichten von meinem Freund Zack. Und ich erfand ein Trugbild von mir, das daraus bestand, was ich in meinem Leben gesehen hatte. Und ich spielte die Charade weiter, als ob sie wahr sei. Trugbild, ziemlich stark für ein Trugbild, würde ich sagen. Ich habe den Körperbau von einem, der Soldier war. Hojos Plan, Sephiroth zu klonen, war nicht so schwierig. Ich war das gleiche Verfahren, das sie verwendeten, um Soldier anzufertigen. Versteht ihr, die Soldier werden nicht nur der Marco ausgesetzt, ihre Körper werden wirklich Genova-Zellen initiiert. Egal wie, nur die Starken werden als Soldier genommen. Und es hat nichts mit der Genova-Vereinigung zu tun. Aber schwache Menschen wie ich gehen bei der ganzen Sache unter. Ich bin die Kombination von Genova-Zellen, Sephiroths starkem Willen und meiner eigenen Schwäche. Jeder weiß das. Ich bin Cloud. Der Herr meiner eigenen Traumwelt. Aber ich kann nicht mehr länger in einem Traum gefangen leben. Ich werde mein Leben ohne Lügen leben. Du bist echt verkorkst, Cloud. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zu vorher. Übrigens, Cloud, was willst du tun? Sag bloß, du willst das Schiff verlassen. Ich bin der Grund, warum der Meteor auf uns fällt. Darum muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um das Ding zu bekämpfen. Gut, dann kämpfst du also weiter, um den Planeten zu retten. Es ist so, wie du immer gesagt hast, Barrett. Au, du meinst das ernst? Wie? Ich verstehe nicht. Du kannst aus dem Zug nicht einsteigen, du kannst nicht abspringen, du kannst nicht zurück. Wir sind zurück. Oh, Cloud. Cloud, deine Geschichte hat mich tief bewegt. Tatsächlich bin ich eine schwache Person, daher verstehe ich deine Gefühle, Cloud. Keiner weiß, wann der Kampf beginnt. Wir sollten bereit sein. Ja, na, Cloud. Wir sind auf der Suche nach großer Materia, ja? Ich weiß, das kommt überraschend, aber da ist eins im Unterwasserreaktor in Newman. Soweit ich sehe, ist nur dieser übrig. Legen wir also los, ja? Und wir legen erstmal was anderes. Und zwar lege ich erstmal den Controller zur Seite und sage schon mal Dankeschön fürs Zusehen bei Final Fantasy VII. Ich weiß, es ist nicht viel in dieser Folge passiert, was Gameplay betrifft. Mir wurde quasi buchstäblich der Controller aus der Hand genommen mit dieser langen Cutscene. Also das heißt Cutscene, aber ja. Viel Geschichte. Wir haben Cloud zurück, Tifa natürlich auch. Das Team ist wieder komplett und es wird Zeit, die letzte große Materie zu holen. Und ja, dann beginnt auch schon, was heißt bald, aber demnächst der Kampf gegen Sephiroth. Alles Weitere, was Final Fantasy betrifft, die Playlist und alles Mögliche, wo ihr das Spiel herkriegt, steht in der Videobeschreibung. Und falls ihr Lust habt, schaltet wieder ein zu Final Fantasy VII. Macht es gut. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und ja, das war eine sehr berührende, emotionale Geschichte gerade. Hat mir gut gefallen.
Wie gesagt, ich bin super gespannt aufs Remake. Sollte das irgendwann erscheinen von Square Enix, kommt's bei mir auf jeden Fall. Also, macht's gut. Bis dahin. Haut rein.